Was ist los? Suchst du den hier? Was zum... Der Erzmagier hat von einer bösen Präsenz in der Schule gesprochen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich diese Präsenz bin. Ich war die ganze Zeit vor eurer Nase und ihr habt es nicht bemerkt. Bist du sowas wie mein böses Ich? Ich bin kein kleiner Möchtegern-Zauberer. Ich bin der größte Hexenmeister der Welt. und du bist... Munkus? Der Hexenmeister? Sohn der Erzhexe Mortoga? Gestaltwandler und böses Genie? Ja, ich glaube, wir hatten schon mal miteinander zu tun, oder? Letztes Mal haben wir dir und deiner Mutter in eure dicken Hintern getreten, wenn ich mich recht erinnere. Aber dieses Mal nicht! Die Allianz wird zerbrechen und das Reich der Schatten wieder auferstehen, mit mir an der Spitze! Was hast du mit meinem Golem gemacht? Er sollte die Schule aufräumen, aber dann... Dann hat dein Golem die Befehle seines wahren Meisters ausgeführt. Aber er soll doch den Erzmagier verteidigen. Warum wehrt sich nicht wenigstens der Pisspot? Er kann nicht! Ich befürchte, der Zauberspruch, den dir die Schiefertafel gegeben hat, nun ja, er beinhaltete mehr als nur den Befehl, lebe. Die Schiefertafel kam von dir? Blitzmerker! Genau wie der Drachenschweiß, die einzige Zutat für die Zaubertinte, die du nicht hättest auftreiben können. Wir sind uns begegnet, als ich den Schweiß in die Schreibtischschublade legte. Erinnerst du dich? Was hast du vor? Oh, dann ist das ja also die Stelle, an der der Bösewicht dem Helden seinen Plan verrät, damit dieser ihn in letzter Sekunde zunichte machen kann, was? Nein, dieses Mal nicht. Nichts wird mich davon abhalten, den Erzmagier zu ermorden. Du willst Erzmagier Alistair töten? Das wird dir nie gelingen. Er ist viel mächtiger als du. Zugegeben, seine Zauberkraft ist beeindruckend. Und er kann meine Gegenwart spüren. Sobald ich mich ihm auf einige Meter nähere, würde er meine bösen Absichten erkennen. Aber wie... Oh! Ganz recht. Keine Zauberkraft, junger Freund. Gute, alte Körperkraft wird ihn zur Strecke bringen. Ein Schlag, ausgeführt von einer Maschine, die weder gut noch böse ist. Er wird nicht einmal wissen, was ihn getroffen hat. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Nein! Ich bin Lehrkörper an dieser Fakultät und Diplommagier. Ich verlange, lass mich auf der Stelle frei. Sonst was? Naja, ich spüre, wie mir das Blut in den Kopf steigt. Und ich habe kein Taschentuch dabei, wenn ich Nasenbluten bekomme. Nein, kein Taschentuch unter all dem Krempel, den du mit dir herumgeschleppt hast. Aber dafür das hier. Das ist meiner. Gib ihn zurück. Genauso zerbrechlich wie der Friede in einer Welt ohne den Erzmagier. Der ist ziemlich stabil, oder? Ich hab mich mal aus Versehen draufgesetzt und dachte schon, das sei's gewesen. Aber er war wie neu. Aber das konntest du natürlich nicht wissen. Niemand macht dir einen Vorwurf, dass du es versucht und dann versagt hast.
Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Wie konntest du uns nur so an der Nase herumführen? Nun ja, es war nicht einfach. Es brauchte einen Meister der Intrige. Wohl wahr. Und du warst sogar in meiner ersten Unterrichtsstunde, oder? Der Junge, der Direktor, das war alles ich. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, an den Erzmagier ranzukommen. Beeindruckend. Vielleicht kannst du mich befreien und mir mehr davon erzählen. Du bist ein so durchschaubarer Lügner, Wetterquarz. Es ist erschütternd! Ich werde dich aufhalten. Du wirst Meister Alistair nichts antun. Ach ja? Meister Wilbur Wetterquarz, der große Held, wird das verhindern? Derselbe Meister Wetterquarz, der mir die Waffe gebaut hat, die ich brauchte? Nein. Was werden die Leute wohl sagen, wenn es dein Golem war, der den Erzmagier zerquetschte? Oder nein, nicht nur das. Nein! Ich hoffe sehr, dass das kein Schüler war. Und ich hoffe, dass ich nicht als weiteres Skelett an der Decke enden werde. Weiter komme ich nicht rüber. Aber ich habe den Schädel und einen kleineren Knochen, der an ihm dranhing. Ich glaube, da liegt der Schlüssel für die Fußketten. Man hat ihn mir zusammen mit den anderen Schlüsseln übergeben, als ich den Lehrerjob angenommen habe. Nur noch ein Stück. Wir Gnome sind von Natur aus Optimisten, wenn es um körperliche Merkmale geht. Aber ich befürchte, der Schlüssel ist doch knapp außerhalb meiner Reichweite. Timmy! Was? Was machen Sie denn da, Herr Professor? Eine lange Geschichte. Du musst mich befreien, hörst du? Ganz schnell! Okay, was soll ich tun? Kein Wunder, dass der Knochen am Schädel hing. Er ist wie ein Haken geformt und kann sich überall gut festhalten. Hey, Timmy, ich hab hier was für dich. Fang! Sehr gut. Timmy! Ein Faden vom Vorhang. Kannst du einen abnagen? Sehr gut. Knote den Faden bitte an den Haken. Ausgezeichnet. Ein Enterhaken. Kommst du mit dem Enterhaken auf den Tisch, Timmy? Super! In Ordnung, schnapp dir den Schlüssel. Das Lineal, Timmy. Kannst du es knapp zur Hälfte über die Kante des Schreibtischs schieben? Ich habe da so eine Idee. Gut so! Es ist kein menschlicher Schädel. Dafür ist er zu klein und zu schwer. Ich tippe auf irgendein Tier oder magisches Wesen, das regelmäßig mit dem Kopf durch die Wände gehen musste. Okay, Timmy, das wird jetzt heikel.
Stell dich bitte aufs Ende des Lineals. Ich weiß, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Aber wir müssen es versuchen. Die Zeit läuft uns davon. Bereit? Los! Hui! Na, wie haben wir das gemacht? Die Fußfesseln, schnell! Ich liebe es, wenn ein Plan... Nun ja, ich bin frei. Gut gemacht. Hör zu, Timmy. Du läufst jetzt so schnell wie es geht zu deinem Onkel Remy und sagst ihm, dass ein Anschlag auf den Erzmagier geplant ist. Verstanden? Ein Anschlag auf Meister Alistair? Der Gestaltwandler Munkus steckt dahinter. Und er hat einen Golem. Meinen Golem. Wir schaffen das schon. Ich hole Onkel Remy. Hab ihn. Hoffen wir, dass ich damit etwas ausrichten kann. Ich muss in die Halle. Sofort. Halt! Zugang nur mit schriftlicher Einladung. Aber der Erzmagier ist da drin und er schwebt in Lebensgefahr. Puh, sicher. Aber er kann auf sich selber aufpassen, meinst du nicht? Ich habe keine Zeit für Spielchen, Schildträger. Du wirst mich da reinlassen. Nanu, solche Töne vom ach so freundlichen kleinen Wetterquarz? Auf der Stelle. Ich denke nicht. Ich denke, du solltest... Ah! Ach, gerade noch rechtzeitig. Ah, Wilbur, schön, dich zu sehen. Hallo, Erzmagier. Auch schön, Nein! Sie zu sehen. Nein! 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 Ja. Genug davon! Ich hätte wissen müssen, dass du hinter der Sache steckst, Munkus. Du hast zum letzten Mal Unfrieden gestiftet. Ich lasse dich gefangen nehmen und... Unmöglich! Was zum... Wir haben einen Eindringling! Wilbur Wetterquarz! Was zum... Sie sind zu spät, Schildträger! Der Erzmagier wurde ermordet! Von ihm! Aber das... Wie... Er hat den Anführer der Allianz ermordet! Was mich zur neuen Anführerin macht! Verhaften Sie ihn, Schildträger! Aber... Wilbur, hier entlang! Schnell, leg den hier an! Aufhalten! Was ist mit mir passiert? Aus dem Weg! Ja.
Der Erzmagier, wir müssen... Wir können im Moment nichts tun. Wir sollten erstmal die Lage sondieren und Informationen sammeln. Was ist genau passiert? Der Golem hat nie wirklich mir gehorcht. Diese verdammte magische Schiefertafel hat ihm seine wahren Befehle eingeflüstert. Ich habe die Waffe gebaut, mit der Erzmagier ermordet werden sollte. Wenn du jemandem Vorwürfe machen willst, dann fang mit mir an. Ich habe dich ermutigt, das Ding zu bauen. Dabei wäre es meine Aufgabe gewesen, nicht nur an das Gute zu denken, das er bewirken könnte. Munkus steckt hinter allem. Er hat uns reingelegt. Munkus? Der Hexenmeister? Er kann sich mit Hilfe seines Amuletts verwandeln. Er ist in die Rolle des Straßenjungen und des Schuldirektors geschlüpft. Zumindest zeitweise. Wir haben ihn im Turm des Bösen nie gefunden. Wie auch? Vermutlich hat er sich als einer unserer Soldaten getarnt und ist mit uns nach Seefels gekommen. Und dein Zauberstab? Was hat es damit auf sich? Der Erzmagier ist der mächtigste Magier, den ich kenne. Und ich habe gesehen, wie er in einen Frosch verwandelt wurde. Einfach so. Ich weiß es nicht. Er hat sich schon gestern im Unterricht seltsam verhalten. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so eine Macht besitzen würde, dass sogar ein kleines Mädchen... Es war immer nur der Stab. Er hat die ganze Zeit gezaubert, nicht ich. Er ist so mächtig, dass sogar ein kleines Mädchen... Es ist alles meine Schuld. Ich habe Munkus nicht erkannt. Und ich habe nicht erkannt, welch dunkle Macht von meinem Zauberstab ausgeht, weil... Wilbur. Weil ich in Wirklichkeit gar kein Magier bin.